Elemente, Rücken einfällt nach links. Okay, nächste Runde, nächstes Glück. Ja, die Sprengmeisterin hat keine Wahl. Sie würde jetzt eine Wunde kassieren, diese Runde, wäre dann noch bei 1. Der Rotgardist kommt aber nicht dazu, sie in dieser Runde noch zu heilen. Das heißt, sie würde in der nächsten Runde wieder einen Schaden durch die Wunde bekommen, den sie nicht verhindern kann. Doch auch diesen einen Schaden der Wunde könnte sie durch Negieren mit Kartenverlust verhindern, ist natürlich aber auch nicht der beste Weg. Das heißt, sie muss jetzt eine lange Rast machen. Sie hat zwar noch 4 Karten auf der Hand, aber ja. Initiative 99, sie wird ganz zum Schluss dran sein und dann die lange Rast durchführen. Unser Rotgardist hat hier Karten gewählt und dann haben wir noch den Chaos-Dämon, der hat diese Karte. 52 ist also nach unserem Rotgardisten dran. Dann ist dies die Reihenfolge. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Unser Rotgardist spielt folgende Karten. Er spielt diese Karte. Und zwar für den unteren Effekt. Die ist zwar danach verloren und das hier kann ich alles nicht nutzen, aber ich muss mich jetzt so schnell wie möglich bewegen und zwar mit Springen hier, um über diese Falle, diese blöde Falle drüber zu kommen und den Gegner in Reichweite zu kriegen. Das heißt, er geht mit Sprungfähigkeit 1, 2, 3 Felder hierhin. Den ganzen Rest kann er nicht anwenden, denn er hat keinen Gegner durchquert, der jetzt Schaden erleiden würde. Das Einzige, was er noch bekommt, ist ein Erfahrungspunkt, aber die Karte ist danach verloren. Wir geben ihm also seinen zweiten Erfahrungspunkt. Und dann greift er den Gegner noch an, indem er erstmal einen Fernkampfangriff mit 3 Angriff durchführt. Das macht er zuerst und zieht eine Modifikatorkarte. Plus 1, sehr gut. Das heißt, wir machen 4 Angriff und der Gegner bekommt 4 Schaden. So, der Chaos-Dämon hat die Nummer 2 und bekommt seinen ersten 4 von 8 Schaden. Und ich glaube, ich habe eben vergessen, dass unsere Sprengmeisterin auch noch verwirrt wurde durch den Chaos-Dämon. Er hat sie ja angegriffen, das hat sie zwar negiert, aber die Verwirrung passiert trotzdem. Das heißt, sie hat die Verwirrung auf sich liegen. Da sie eine lange Rast jetzt gleich durchführen wird, wird das dann wieder abgelegt. Aber nur zur Vollständigkeit halber. Ja, wir haben diese 4 Schaden angewandt. Jetzt werden wir ihn auch noch um ein Feld an uns ranziehen. Natürlich hier auf die Falle drauf. Die wird ausgelöst und der Chaos-Dämon bekommt nochmal 3 Schaden. Fehlt nur noch einer. Ja, und was noch passiert, ist, dass wir das Feuer wieder anreichern. Einmal hier. Ja, der Chaos-Dämon wäre jetzt dran, aber wir haben hier noch unseren Flammenschleier. Der Chaos-Dämon ist durch das Heranziehen auf das angrenzende Feld gekommen. Dieser Marker wird weitergesetzt und der Chaos-Dämon bekommt 2 Schaden, die ihm damit den Rest geben. Der ist also auch besiegt, Gott sei Dank, und hinterlässt uns eine Münze und kommt diese Runde dafür gar nicht mehr dran. Ja, die Sprengmeisterin wollte eine lange Rast durchführen, das heißt, sie bekommt 2 Lebenspunkte dazu wieder, heilt sich damit, wird damit endlich ihre blöde Wunde los. Ja, und ihre Flügelschuhe und auch das Schild werden wieder aufgefrischt. Und muss natürlich noch aus ihren abgeworfenen Karten eine auswählen, die sie verliert. Da hat sie nur 2. Das ist echt schwierig. Der Angriff ist sehr stark, aber ich glaube, wir werden nicht mehr viele Gegner haben, die an eine Mauer angrenzen. Deswegen werde ich hier das Erdrücken verlieren und die andere wieder auf die Hand nehmen. Wir haben echt nicht mehr viele Züge übrig. Naja, damit hat sie sich jetzt wenigstens so ein bisschen erholt und auch ihr Zug ist vorbei. Auch die Verwirrung wird jetzt wieder abgelegt und die ganze Runde ist vorbei. Keine Karten werden wieder reingemischt, aber die Elemente schwinden. Das ist wieder ganz weg und Feuer haben wir noch einmal. Okay, ja, jetzt muss ich wieder schauen, was die beiden so machen. Beide haben ihre Karten gewählt. Gegner haben wir keine auf dem Feld. Es wird jetzt diese Runde auch nicht viel passieren. Der Rotgardist ist zuerst dran und dann die Sprengmeisterin.
Der Rotgardist ist dran. Tja, wird ganz einfach hier einmal Bewegung 2 ausführen, ist das meiste, was er im Moment hat. Und was anderes kann er nicht machen. Er kann niemanden heranziehen, er kann hier, das will er nicht machen, denn dann wäre die Karte verloren und er möchte die vielleicht nochmal für Heilung irgendwann benutzen. Deswegen würde er die Standardaktion nehmen, die kann er aber auch nicht ausführen. Das heißt, sein Zug ist damit schon wieder vorbei. Ja, und unsere Sprengmeisterin möchte, ja, den Angriff führt sie auch nicht durch, aber möchte hier die Beute einmal einsammeln, einmal diese Münze. Und dann nutzt sie die obere Fähigkeit hiervon, um nochmal eine Falle zu erstellen, auf die 3 Schaden und wieder Verwirrung, nicht Betäubung, sondern Verwirrung draufkommen, auf einem leeren Feld in Reichweite 3. Ja, dann machen wir mal, dann werden wir die Falle hier hinlegen, denn wenn wir sie hier hinlegen, machen wir uns den Weg selbst noch etwas länger mit ihr, um da durch die Tür zu kommen. Deswegen legen wir die Falle hier hin mit 3 Schaden und Verwirrung. Vielleicht können wir irgendwann in dem Szenario nochmal jemanden reinlocken, wobei ich mir ja jetzt schon die Karten ausgehen und ich gar nicht weiß, ob ich das zeitlich noch schaffe. Ja, das war es dann auch mit ihrem Zug schon wieder. Sie reichert das Feuer noch wieder an, wobei die Runde jetzt vorbei ist und es dann wieder schwinden würde. Okay, das war eine kurze Runde. Schauen wir uns die nächste mal an. Ja, unser Rotgardist macht eine kurze Rast, denn er hat keine Karte mehr mit Bewegung 3 und möchte jetzt möglichst die Tür öffnen, damit wir hier vorankommen. Also, kurze Rast mit den abgeworfenen Karten und er verliert diese hier. Das ist okay für mich, hauptsache nicht die Bewegungskarte. Und sucht sich dann seine Karten aus. Okay, beide haben wieder ihre Karten gewählt. Gegner haben wir keine. Sprengmeisterin zuerst, dann der Rotgardist. Okay, und zwar, die Sprengmeisterin wird sich jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen zurückziehen. Denn sie wird sowieso nicht so weit rankommen, um direkt jemanden anzugreifen, wenn gleich die Tür geöffnet wird. Das heißt, ja, mein Ziel ist sowieso, die Gegner hier so ein bisschen rauszulocken, wenn ich das zeitlich schaffe, um in die Fallen zu locken. Das heißt, sie wird sich 2 bewegen, und zwar 1, 2, wird wieder ein angrenzendes Hindernis zerstören, das ist hier, und erhält dann einen Erfahrungspunkt und Stärkung. Das heißt, sie hat im nächsten Zug bei allen Angriffen Vorteil. Sie bekommt also einen Erfahrungspunkt und stärkt sich. Ja, und den oberen Effekt kann sie nicht ausführen. Die Karte habe ich aber jetzt genommen, weil die einen höheren Initiativewert hat als die andere. Ja, mal gucken. Dann ist der Rotgardist dran und er möchte jetzt natürlich die Tür öffnen. Das heißt, er bewegt sich 3 Schritte. 1, 2, 3 und löst damit die Tür aus. Die wird geöffnet. Hier, die war natürlich auch schon auf. So. Und alle Angriffe, die ihn jetzt anvisieren in dieser Runde, erhalten Nachteil. Das aktiviert er jetzt in den aktiven Slot. Und dann machen wir die Tür auf, indem wir die Gegner aufstellen. Ja, und hier vergesse ich zunächst Absatz 1 zu lesen, denn der wird ja durch die Tür aktiviert. Hat für den weiteren Spielverlauf keine Relevanz, also es würde sich nichts groß verändern. Ich lese ihn euch natürlich jetzt trotzdem sofort vor. Ihr seht dann im Spiel, dass ich etwas entsprechend nicht beachte, aber wie gesagt, hat für den Ausgang des Spiels keine Relevanz. So schrecklich diese Kreaturen auch waren, nichts konnte euch auf das vorbereiten, was hinter dieser letzten Steintür liegt. Ein riesiger, albtraumhafter Kokon aus blutigem Fleisch. Er pulsiert in wilden Zuckungen und Flüssigkeit sickert aus seinem Gewebe auf dem Boden. Der Nexus braucht noch ein wenig mehr Energie, schreit ein Mann in einer Robe und blickt euch panisch an. Wir nehmen einfach eure. Ja, und die Sonderregeln, das ist das, was ich jetzt nicht beachtet habe, aber ich werde es am Ende nochmal erläutern, warum das keine Auswirkungen hatte. Das Blutgeschwür beginnt das Szenario mit C, also 2x4, also 8 Schaden. Wann immer eine andere Figur Schaden erleidet, also sowohl Gegner als auch wir, heilt sich das Blutgeschwür um den gleichen Betrag. Und sobald es seinen maximalen Trefferpunktewert erreicht hat, also volles Leben, ist das Szenario gescheitert.
Da müssen wir natürlich für die Gegner auch direkt Karten ziehen. Das heißt, es sind Fanatiker aufgetaucht. 65. Ja, die sind auf jeden Fall nach uns jetzt noch dran. Und der Boss, was macht er? 36, eigentlich auch egal, die sind auf jeden Fall nach uns dran, weil der Zug von unserem Di Rosso wird auf jeden Fall noch beendet. Genau, und ja, er könnte jetzt noch angreifen, aber dazu ist die Reichweite leider zu klein von seinen Fernkampfangriffen. Da hatte er leider keine passende Karte, aber er wird dafür hier wenigstens das Feuer einmal anreichern. Das heißt, das kommt wieder in den aktiven Slot. Ja, und dann sind natürlich die Gegner dran. Zunächst tatsächlich der Boss. Der hat nämlich eine geringere Initiative als die Fanatiker und möchte sich bewegen. Er bewegt sich grundsätzlich nicht. Er hat keinen Bewegungswert. Das heißt, er bleibt stehen und würde dann einen Nahkampfangriff tätigen. Das kann er nicht. Das ist schon mal in Ordnung so. Dann sind unsere Fanatiker dran. Erst der Rechte, dann der Linke. Die möchten sich auch bewegen und einen Nahkampfangriff aufführen. Fanatiker bewegen sich 2 Schritte. Hier minus 1, das heißt nur ein Feld. Der kommt ein Feld zu uns. Ja, Nahkampfangriff kann er da nicht tätigen und der andere macht es ihm gleich. Okay. Ja, das war nur für eine Runde aktiv und die ist nämlich jetzt gerade wieder vorbei. Alle waren dran. Die wird also wieder abgeworfen. Der Feuermarker hier rutscht drüber. Ja, unsere Sprengmeisterin macht auf jeden Fall eine kurze Rast. Sie hat nur noch eine Karte auf der Hand. Das wird alles sehr knapp. Und verliert diese hier. Okay, damit könnte sie Gegner wegschieben und betäuben. Das ist natürlich sehr gut. Ich gucke mal eben, was sie stattdessen auch verlieren könnte. Die wäre auch noch okay zum Verlieren, aber die anderen beiden sind so gut. Ich werde es auf mich nehmen und diese Karte verlieren. Also nur mal vorab, unser Boss hat ja alleine 20 Leben und ich habe nicht mehr viele Karten. Ich habe schon so viele Karten verloren, dass ich nicht weiß, ob ich das noch schaffe. Ich werde es natürlich trotzdem zu Ende drehen, aber das ist ja auch das letzte Szenario, was ich euch zeige. Dementsprechend, ja, ob es dann für mich weitergeht oder nicht alleine, das sehe ich dann gleich. Ansonsten muss ich das für mich dann nochmal wiederholen, aber ja, mal schauen. Ich spiele es das erste Mal, jetzt das fünfte Szenario, dementsprechend kann alles passieren. Okay, ich suche mal die nächsten Karten aus für die beiden. So, schauen wir mal, ob wir dem Boss noch ein bisschen Leben abziehen können. Also, tja, wir haben diese Karten ausgewählt. Jetzt hoffe ich nur, dass die Fanatiker nicht vor uns dran sind. Das heißt, wir ziehen eine Karte für die Fanatiker. 46, die sind nach uns dran. Das ist gut. Und der Boss, 54, ist auch nach uns dran. Ich werde das auf jeden Fall so durchziehen, wie ich es vorhatte. Rotgardist ist zuerst dran, dann Sprengmeisterin, dann unser Boss und dann die Fanatiker. Ja, unser Rotgardist möchte den Boss da so ein bisschen rauslocken, dass die Fanatiker, die sind, ja, da nicht durchkommen. Und wir wissen, hier ist auch eine Mauer, ist ja logisch, wir haben hier eine Tür geöffnet. Ich könnte mich jetzt hier bewegen, das will ich aber nicht, weil dann erreiche ich den Boss nicht mehr. Ich werde den 2 Felder, bei Reichweite 3 ist stimmt, 1, 2, 3, darf ich den 2 Felder zu mir ranziehen. Und das war meine erste Aktion. Und damit wird natürlich auch wieder hier direkt der Flammenschleier ausgelöst. Der Marker rückt eins weiter nach rechts und der Gegner bekommt direkt 2 Schaden. Unser Boss hat kein Schild. Das heißt, die 2 Schaden gehen durch. Brauchen wir nur noch 18. Geht doch. Ja, und dann möchte ich natürlich noch mal voll drauf gehen mit einem Nahkampfangriff. Feuer verbrauche ich dadurch jetzt mal nicht, weil das kann ich so eh nicht nutzen. Ich kann jetzt nur den Boss angreifen. Neben ihm steht leider kein anderer. Ja, und die Sonne haben wir sowieso nicht. Das heißt, ich mache einen ganz normalen Nahkampfangriff 3 plus Modifikator plus 1. Ja, wenigstens etwas. Machen wir ihm nochmal 4 Schaden. Sind wir bei 7 von 20. Und ich gehe jetzt voll auf den Boss, denn das ist ja unser Ziel. Tötet das Blutgeschwür. Wenn noch Gegner auf dem Feld stehen, sonst ist das egal.
Damit ist die Runde, der Zug von ihm durch und unsere Sprengmeisterin ist dran. Ja, hier ihn nochmal groß rauszulocken, das kostet einfach viel zu viel Zeit, deswegen werde ich mit ihr 4 Schritte gehen. 1, 2, 3, 4. Damit sie auch noch was reißen kann, denn sie hat sich ja vor allen Dingen gerade eben gestärkt und möchte ihren Vorteil dann auch noch nutzen können. Sie hat keinen angrenzenden Gegner, das heißt, dass sie unten fällt weg. Ja, stünde sie jetzt direkt beim Boss, hätte sie die 4 Schritte, die sie gegangen ist, als Angriff nutzen können. Leider fehlte da ein Schritt. Wegschieben wird sie ihn dann auch nicht, kriegt auch den Erfahrungspunkt hier nicht. Aber die Karte ist natürlich verloren. Und dann greift sie an. Das ist normalerweise ein Nahkampfangriff, aber jetzt spielt sie hier ihren Eisenspeer. Und zwar sagt der ja, greife während eines einzelziehenden Nahkampfangriffs einen Gegner im Umkreis von 2 Feldern an. Die erschöpfen wir und er ist jetzt im Umkreis von 2 Feldern. Das heißt, wir werfen unseren Eisenspeer mit 3 Angriff, ziehen 2 Karten, weil wir ja die Stärkung haben und wenden die bessere an. Oh! Und wir haben unsere 2-mal gezogen. Wie cool ist das denn? Gut, dass wir uns gestärkt haben. 2 mal 3 sind 6 Schaden. Vielleicht können wir es doch noch schaffen. Ja, liebe Freunde, in diesem Moment ist der Boss tot, denn ich habe die letzten 6 Schaden hinzugefügt. Niemand anderem wurde in der Zwischenzeit Schaden zugefügt, das so, dass sich der Boss wieder hätte heilen können. Ich, Idiot, habe das ja aber nicht gelesen in dem Moment, habe jetzt noch ein paar Runden weitergespielt. Ich dachte, ich zeige sie euch vielleicht. Ich lasse es aber, denn das ist so fehlerbehaftet. Es war spät, ich habe schon lange gefilmt, deswegen überspringen wir das Ganze jetzt und ich bringe euch zum Schluss, wo ich selbst feststelle, dass ich gewonnen habe. Denn ich bin ja jetzt davon ausgegangen, dass ich erst bei 12 Schaden bei unserem Boss bin und habe deswegen weitergespielt, aber tja, das war unnötig. Deswegen, ich gewinne es trotzdem, aber mache jetzt hier einen Cut für euch, damit ihr die unnötigen Runden nicht mehr sehen müsst. Das heißt, sie bekommt ihren 6. Erfahrungspunkt, hat mit 3 Leben überlebt. Der Gegner ist besiegt, hinterlässt uns noch eine Münze. Ja, die werden wir jetzt nicht mehr aufsammeln können. Und wir haben damit unser Ziel erreicht. Wir haben den Boss getötet. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr dran, wir können jetzt nicht mehr looten, aber wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben es geschafft. Ja, meine lieben Freunde. Ich habe es mir schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Denn ich, Idiot, habe vergessen, die Sonderregeln zu lesen, nachdem wir die Tür hier geöffnet haben. Die Sonderregeln besagen, das Blutgeschwür beginnt das Szenario mit 10 mal 4, also 8 Schaden. Es wären schon 8 Schaden am Anfang auf ihm drauf gewesen. Wann immer eine andere Figur Schaden erleidet, also die Fanatiker oder wir, hätte sich das Blutgeschwür um den gleichen Betrag geheilt. Und wenn er irgendwann volles Leben gehabt hätte, dann, also wenn er irgendwann diese 8 Schaden, die er zu Anfang bekommt, geheilt hätte durch Schaden an anderen, dann hätten wir verloren. Seit das Blutgeschwür da ist, haben wir aber nicht volle 8 Schaden erlitten. Die Fanatiker haben gar keinen Schaden bekommen. Und wir als Figuren, ja, unser Rotgardist war noch bei 10 Leben, als er da rein ist. Er hat 4 Schaden erlitten und unsere Sprengmeisterin, glaube ich, noch einen, wenn überhaupt. Ja, einen, weil sie bei 4. Und unsere Sprengmeisterin, wenn ich richtig im Kopf habe, einen. Das heißt, wir hätten 5 Schaden erlitten an anderen Figuren. Das heißt, von diesen 8 Schaden, die er zu Anfang hatte, hätte er sich im Laufe der Zeit um 5 geheilt. Das heißt, er hätte aber immer noch 3 Schaden drauf gehabt, wäre nie dazu gekommen, sein volles Leben wieder zu erlangen. Also hätten wir aufgrund dessen nicht verloren. Da wir jetzt, ja, ungeachtet dieser 3 Schaden, die er noch auf sich drauf gehabt hätte, haben wir ja aber 20 hinzugefügt. Das heißt, eigentlich hätten wir jetzt nur noch 17 hinzufügen müssen. Also wir haben in jedem Fall gewonnen. Ich hoffe, man konnte das jetzt so ein bisschen nachvollziehen, meine Erläuterungen dazu. Wenn da Fragen zu sind, gerne in die Kommentare schreiben, dann versuche ich es nochmal besser zu erklären. Auf jeden Fall haben wir gewonnen, so oder so. Wir haben das Szenario 5 erfolgreich bestritten. Das heißt,
Wir schauen in unseren Spielleitfaden. Glückwunsch zum Sieg über den Boss und zum Abschluss von Szenario 5. Ja, wir sollen jetzt wieder den Epilog und die Belohnungen lesen und die Karte der Stadt anpassen. Der blutige Kokon explodiert und verteilt Eingeweide und Schleim im ganzen Raum. Die Fanatiker, die ihn mit aller Kraft geschützt haben, brechen auf dem Boden zusammen. Es ist eine schreckliche, übel riechende Angelegenheit, aber wenigstens ist es vorbei. Einer der sterbenden Männer lacht. Ihr denkt, das würde eure Stadt retten? Das Unheil naht und unsere Experimente werden immer mächtiger. Gloomhaven wird bald in Flammen stehen und Schreie werden durch die Straßen hallen. Der Blutgott wird euch alle verschlingen. Eure Gedanken kehren zur Witwe Sandy zurück. Ihr packt den Mann und verlangt von ihm, euch zu sagen, wo Roland und diese anderen Experimente sind. Aber er ist tot. Resigniert schnappt ihr euch ein Stück des Geschwürs, um es zur Universität zu bringen. Vielleicht können die Forscher dort Licht in die Situation bringen. Okay, wir haben den ersten Boss besiegt und können jetzt hier noch unsere Belohnung einheimsen. Wir bekommen, das mache ich jetzt noch mit euch zusammen, ich werde das Spiel alleine weiterspielen, da folgen ja noch etliche Szenarien. Wir haben ja auf der Karte schon gesehen, wir haben ja auch noch ein Nebenszenario da irgendwie erhalten, wo wir uns hinbewegen können. Also, das spiele ich aber alleine weiter. Das war das ganze Tutorial. Jetzt streichen wir uns noch hier die Belohnungen ein, gehen nochmal in die Stadt, machen noch ein Stadtereignis. Da möchte ich euch gerne nochmal mitnehmen. Wir bekommen je 25 Erfahrungen. Das heißt, unsere Sprengmeisterin ist bei 48 und unser Rotgardist bei 46. Aber wir haben ja auch noch unsere Erfahrung, die wir gerade sowieso noch gesammelt haben, nämlich diese drei beim Rotgardisten und außerdem weitere 6, weil wir dieses Szenario abgeschlossen haben. Also kommen nochmal beim Rotgardisten 9 dazu. Dann sind wir bei 55. Und die Sprengmeisterin hat hier 6 gesammelt und ja, nochmal 6 fürs Szenario dazu, das heißt noch 12 dazu. Dann sind wir mit ihr schon bei 60. Und dazu ist es natürlich ausgelegt, wir sollen jetzt hier eine Stufe aufsteigen. Da finden wir nämlich jetzt gleich noch Details im Spielleitfaden, was dann passiert, wenn wir eine Stufe aufsteigen. Außerdem bekommen wir einen neuen Ort, nämlich verdorbene Forschung, Ort 6, der auf B4 eingeklebt wird. Da haben wir hier einmal den Ort 6, verdorbene Forschung. Und B4 haben wir hier. Gucken, wie das da drauf passt. Hier ist dieses Universitätsgebäude, nehme ich jetzt mal an, denn da wollen wir das Blutgeschwür hinbringen. Ja, man sieht das Ganze aber so aus, irgendwie gar nicht so lecker. Da ist anscheinend auch irgendwas passiert. Okay, wir dürfen natürlich hier noch Szenario 5 einmal abhaken. Mal hier ein Kreuzchen. Ja, das ist die ganze Belohnung, die wir bekommen. Aber wir haben natürlich auch noch Geld gesammelt. Unser Rotgardist hat eine Münze, das sind nochmal 2 Gold. Dann hat er jetzt hier wieder 18 Gold. Und unsere Sprengmeisterin hat 4 Münzen, das sind 8 Gold. Das heißt hier von 6 auf 14 und unsere Sprengmeisterin hat damit auch ihr Ziel erreicht, nämlich mehr Münzmarker als jeder andere Charakter zu sammeln und darf sich hier bei Notizen den zweiten Haken setzen. Ja, und selbst wenn wir jetzt die Sonderregeln beachten und er eigentlich 3 Schadenspunkte mehr die ganze Zeit drauf gehabt hätte, haben wir trotzdem das Ziel des Rotgardisten nicht erreicht, denn er hat das nicht getötet als letzter. Das war unsere Sprengmeisterin, denn sie hat die letzten 4 Schadenspunkte zugefügt. Also, ja, wenn man die 3 abzieht, die noch auf ihm drauf gewesen wären, hat sie trotzdem den letzten entscheidenden Treffer gemacht. Das heißt, unser Rotgardist hat wieder nicht sein Nebenziel erreicht. Das ist natürlich schade, das hat er ja letztes Mal auch nicht geschafft. Ja, bevor wir jetzt die Stufe aufsteigen, sollen wir noch ein Stadtereignis machen.
Wir haben hier unsere Stadtkarten, die wir noch nicht benutzt haben, ziehen wieder zufällig eine und handeln das ab. Und zwar, wir sind jetzt wieder in der Stadt, an der, ja, nicht mehr im Untergrund in den Höhlen unterwegs, sondern wieder oben. Ihr lasst euch eine Mahlzeit aus undefinierbarem Fleisch schmecken, die ihr von einem Quadrill-Straßenverkäufer auf der Stillbrücke gekauft habt, als euch ein interessanter Aushang auffällt. Er preist einen großen Kampfwettbewerb an, der in wenigen Tagen auf dem Gloomhaven-Platz stattfinden soll. Ihr haltet das zunächst für Zeitverschwendung, aber vielleicht wäre es ja doch ganz interessant, allen euer Können zu beweisen. Wir können entweder uns für den Wettbewerb anmelden. Ah, aber wir haben gar keine Wahl, denn dafür ist der Axtwerfer erforderlich. Und den haben wir nicht dabei. Das heißt, wir müssen Möglichkeit B nehmen. Wir ignorieren den Aushang und genießen unsere Mahlzeit. Tja, Möglichkeit B bedeutet für uns, das Fleisch schmeckt köstlich, doch eine gute Stunde später habt ihr Magenschmerzen. Wir sollen eine weitere Ereigniskarte abschließen. Okay, hier oben hätten wir einen neuen Ort entdeckt. Ja, schade eigentlich. Das wäre wohl der Ort des Wettbewerbs gewesen. Aber dieses Ereignis dürfen wir natürlich nicht nochmal machen, sondern ziehen nochmal zufällig ein anderes. Und das ist dieses hier. Ihr beschließt, den Abend in der braunen Tür zu verbringen, einer Spelunke bei den alten Kais. Hinten im Raum sitzt ein alter Mann über ein paar Glasperlen gebeugt. Er freut sich über Gesellschaft und bittet euch fröhlich, euch zu ihm an den Tisch zu setzen. Er nimmt ein paar Perlen in seine Faust und verstaut den Rest in seiner Brusttasche. Was glaubt ihr, wie viele Perlen ich hier in der Hand halte? Wenn ihr richtig ratet, gewinnt ihr was. Ist gar nicht mal so einfach. Er lacht. Vermutlich über einen Witz, der euch wohl entgangen ist. Und noch bevor ihr die Chance habt zu raten, flüstert eine Stimme in euer Ohr. Es sind immer drei. Ihr dreht euch um, doch dort ist niemand. Möglichkeit A. Wir raten eine Zahl von 1 bis 5. Sagen die Zahl dann laut und deutlich. Oder wir suchen nach der Stimme. Ich würde sagen, wir, ja. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Geld gewinnen oder so. Wir sagen die Zahl 3. Wir nehmen den Tipp einfach mal an, suchen nicht nach der Stimme und nehmen Möglichkeit A. Möglichkeit A. Falls ihr 3 gesagt habt, der Mann öffnet seine Hand mit einer dramatischen Geste und lacht. Ihr hört sie auch, nicht wahr? Ihr seid die Ersten heute Abend. Er kichert vor sich hin und starrt den Rest der Nacht verloren in sein Getränk. Zuvor wirft er euch aber noch euren Gewinn zu. Wir erhalten insgesamt 10 Gold. Cool. Ja. Sonst hätten wir die falsche Zahl gesagt, hätten wir 5 Gold verloren und hätten wir nach der Stimme gesucht. Oh, wären wir alle verwirrt worden. Also beste Wahl getroffen. Wir bekommen 10 Gold. Und dann würde ich sagen, unser Rotgardist hat nur 2 Gegenstände. Wir geben ihm die vollen 2 Gold, damit er ein bisschen shoppen kann. Und dann ist er bei 28 Gold. Damit haben wir das Stadtereignis abgeschlossen. Das kommt wieder in die abgeschlossene Registerkarte. Und wir erfahren jetzt noch, was passiert, wenn wir eine Stufe aufsteigen. Zunächst einmal bedeutet Stufenaufstieg, dass wir wieder neue Karten bekommen. Und zwar gibt es für jeden Charakter 2 Stufe 2 Karten. Wir dürfen uns allerdings nur eine von den beiden aussuchen und unserem Deck hinzufügen. Und wir wissen ja, wir dürfen höchstens 9 mitnehmen mit unserer Sprengmeisterin. Das heißt, ja, wir müssen für das nächste Szenario dann wieder 9 unserer jetzt mittlerweile zur Verfügung stehenden 13 Karten aussuchen. Wir haben hier einmal das Absturzprotokoll. Unsere Sprengmeisterin kann dann in den nächsten 4 Angriffen die Gegner anvisieren, welche an eine Mauer angrenzen, und dann 2 Angriffe hinzufügen. Und Bewegung mit Springen. Und wann immer sie mit der Bewegung ein Feld mit einem Hindernis betritt, zerstört sie das Hindernis und fügt einen Bewegungsschritt hinzu. Und ja, wenn wir Pflanzen haben, würden alle durchquerten Gegner einen Schaden erleiden und sie bekommt einen Erfahrungspunkt. Mechanikschub, Angriff 2 mit Betäubung ist nicht schlecht und Bewegung 4, die wird nicht durch schwieriges Gelände beeinflusst. Schwierige Geschichte. Wobei ich tatsächlich mit ihr, ja, und dann wähle ich natürlich hier das Absturzprotokoll, denn die ist schön hier mit der Betäubung. Ich habe aber auch noch eine andere Karte, die betäuben kann.
Und ja, man kann durch schwieriges Gelände mit 4 Schritten, aber das kann ich auch mit diesen 3 Schritten und springen. Und da zerstöre ich sogar noch Hindernisse, die mir dann noch weitere Schritte geben. Also ist das mir mehr wert. Und ja, wenn ich dann zufällig auch noch das Pflanzensymbol habe, kann ich auch noch Schaden hinzufügen. Und das ist natürlich auch sehr cool hier. Immer 2 Angriff dazu. Dann müssen wir die Gegner in die Mauern locken, an die Mauern locken. Und dann ja, können wir auch noch fleißig Erfahrungspunkte sammeln. Deswegen nehme ich hier mit ihr das Absturzprotokoll. Und die andere Karte ist weiterhin nicht verfügbar für mich. Wenn ich auf Stufe 3 aufsteige, gibt es dann hier entsprechend Stufe 3 Karten, 2 Stück. Dann kann ich mir aus diesen beiden eine auswählen oder die zuvor nicht gewählte Zweierkarte noch nehmen. Das heißt, ja, alle Karten, die mir jetzt nicht zur Verfügung stehen im weiteren Verlauf, packe ich in ein extra Päckchen rein. Dasselbe natürlich bei unserem Rotgardisten. Er hat auch 2 Zweierkarten zur Auswahl. Und zwar einmal hier einen Fernkampfangriff mit 4, das ist sehr gut, und Pflanzen und Sonne werden aufgepusht. Und einmal Bewegung 5. Und dann kann er auf allen Feldern, die er mit der Bewegung betritt, Beute einsammeln. Ist natürlich richtig cool, aber danach wäre die Karte auch verloren. Oder wir nehmen barbarische Instinkte, ein Schild, dann kann ich jemanden an mich ranziehen aus einer Reichweite von 2. Und die Gegner, die dann an mir dran stehen, bekommen einen Schaden und Feuer wird hochgepusht. Schild gilt dann natürlich wieder für die ganze Runde. Und hier unten kann ich mit der Sonne Bewegung 2 ausführen, um einen Erfahrungspunkt zu bekommen. Ansonsten mache ich einen Angriff, der eine Wunde hinzufügt. Ich finde beide sehr, sehr gut. Das ist cool, um besonders zum Schluss, die ist ja danach verloren, besonders zum Schluss noch den letzten Loot einzusammeln. Und mit 5 Feldern kann man da, denke ich, ganz gut was erreichen. Und auch ein neuer Fernkampfangriff wäre natürlich toll, der auch noch recht stark ist. Allerdings haben wir ja dieses Szenario sehr gemerkt, wenn wir unseren Flammenschleier spielen, ist es praktisch, wenn wir dann die Gegner an uns ranziehen, dass sie dann automatisch Schaden erleiden. Ja, und dann kann ich Gegner auch von weiter weg heranziehen. Ich hätte ein Schild und dann würden die auch noch einen weiteren Schaden bekommen. Das ist für mich so ein Kombinationsding, was ich, glaube ich, öfter einsetzen kann. Und ja, hier auch mal jemandem eine Wunde zuzufügen, finde ich auch ganz nett. Deswegen nehme ich die barbarischen Instinkte und die Erntesichel geht erstmal in das Deck, wo ich dann noch nicht rankomme. Des Weiteren, bei einem Stufenaufstieg erhalten wir eine Verbesserung. Das heißt, wir dürfen jetzt mit jedem Charakter hier wieder ein Kreuzchen setzen, um uns zu verbessern. Und ich denke, das mache ich recht ähnlich. Ich möchte für beide die blöde Minus-Zweier-Karte entfernen. Wir haben nämlich nur eine Minus-Zweier-Karte im Deck und die hätte ich gerne raus und stattdessen bekommt der Rotgardist dann eine Plus-Einer-Karte. Genauso wie unsere Sprengmeisterin. Das mache ich bei beiden einheitlich, denn diese Minus-Zweier-Karte möchte ich definitiv raus haben. Man könnte jetzt natürlich hier auch mal auf so Zustände gehen, ne, dass wir hier zum Beispiel eine Giftkarte bekommen, die Elemente weiter anreichern oder hier, ne, Wunden und Lähmungen zufügen. Ja, mir ist aber wichtig, dass ich möglichst viel Schaden auf einmal zufüge und deswegen nehme ich hier diese Minus-Zweier-Karte bei beiden raus und füge beiden eine Plus-Einer-Karte hinzu. Haben wir hier die Plus-Einer-Karte und die Minus-Zweier geht raus. Ja, das habe ich gemacht, beiden eine Verbesserung gegeben und dann erhöhen wir unseren maximalen Trefferpunktewert, also unser Leben. Und zwar streichen wir jetzt bei beiden hier Stufe 2 an. Zack, zack, weil wir ja die 45 Erfahrungspunkte mit jedem erreicht haben. Wir kontrollieren nochmal. Ja, auf jeden Fall. Und das heißt, unsere Sprengmeisterin startet dann im nächsten Szenario mit 9 Lebenspunkten statt 8. Und unser Rotgardist sogar mit 12 statt 10. Er hat sogar 2 Differenz. Ja, und dann noch eine kurze Erläuterung zu den Monsterstufen. Wir sollen grundsätzlich Monster nehmen. Unsere durchschnittliche Stufe, das heißt, es ist ja bei beiden 2, die durchschnittliche Charakterstufe ist 2, geteilt durch 2 wäre 1 und notfalls aufgerundet. In dem Fall muss man nicht aufrunden. Das heißt, wir sollen weiterhin mit Monstern der Stufe 1 spielen,
wenn wir im normalen Modus spielen wollen. Das steht auch hier. Und genau, wir könnten es herabsetzen, indem wir das Ganze dann ja um eine verringern. Also dann wären wir jetzt bei 0. Oder um 1 erhöhen, dann wäre es schwer. Oder um 2 erhöhen sogar, dann wäre es sehr schwer. Wenn man jetzt zum Beispiel in Stufe 3 ist, beide Charaktere, dann teilt man 3 durch 2, ist bei 1,5, das Ganze wird aufgerundet, wären wir schon bei 2. Das heißt, die Monster müssen auf Stufe 2 kommen. Es sei denn, man möchte dann in einfach spielen, dann würde man in Stufe 3 mit den Charakteren weiterhin Stufe 1 mit den Monstern spielen. Hier haben wir auch noch eine Tabelle, was noch angepasst wird. Wir waren jetzt hier in Szenario Stufe 1, haben immer mit Monstern Stufe 1 gekämpft. Unser Goldwechselkurs war eine Münze, er brachte uns 2 Gold. Fallenschaden haben wir ja pro normaler Falle 3 Stück bekommen und pro abgeschlossenem Szenario 6 Erfahrungspunkte. Nur mal zum Vergleich, wenn man jetzt hier Szenario Stufe 7 hat, kämpft man auch gegen die stärksten Monster, bekommt für eine Münze dann schon 6 Gold, allerdings machen Fallen dann auch 9 Schaden und man bekommt pro Szenario 18 Erfahrungspunkte. Genau, wir werden uns natürlich weiter aufleveln, aber für den Moment, also auch für mein nächstes Szenario, würde ich weiterhin dann hier Szenario Stufe 1 nehmen. Ich würde jetzt nicht auf einfach spielen, sondern weiterhin in der Stufe normal und das sollte dann, glaube ich, hinhauen. Ja, und das ist das Ende der 5 Szenarien, damit auch dieses Playthroughs. Ich überlege, ob ich wieder eine Umfrage starte. Oder ob ich die letzte noch auswerte bezüglich Platz 2 und 3. Bei der letzten Umfrage war auf Platz 2 Herr der Ringe, Dunkle Pfade und auf Platz 3 Seventh Continent. Ich denke aber, ich werde hier jetzt nochmal eine neue Umfrage starten, um auch Arkham Horror wieder mit drin zu haben. Eine neue Umfrage. Also findet ihr hier wieder unten in der Beschreibung und auch in den Kommentaren einen Umfragelink. Könnt wieder anonym abstimmen, was das nächste Playthrough sein soll. Zu diesem Spiel noch habe ich gehört von dem netten Christian. Der hat mir gesagt, dazu gibt es auch eine App, und die das Ganze so ein bisschen mitverfolgt und die uns behilflich ist bei zum Beispiel Anreichern von Elementen, bei bestimmten, ja, beim Rundenablauf, welche Karten die Gegner, welche Initiative die haben und wann eine Runde vorbei ist, dass die App da einfach so ein paar Sachen managt, die auch so zu machen sind, die man aber so eventuell mal vergessen könnte, beziehungsweise die so auch einfach den Tisch voll mit Spielmaterialien bringen, die die App eigentlich ersetzen könnte. Also die werde ich mir auf jeden Fall in dem nächsten Szenario, was ich dann alleine spiele, mal anschauen. Vielleicht kennt ihr die, vielleicht könnt ihr die auch weiterempfehlen oder habt da Kommentare zu, dann schreibt doch gerne unten rein. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Ciao, eure Chrissy.